Heute zeigen wir euch den Gleisbau auf der Neckarbrücke und was dabei alles ansteht. Diese Brücke liegt neben der alten Rosensteinbrücke, zwischen den zwei neuen Rosensteintunneln und dem Bahnhof Bad Cannstatt. Und sie ist 345 Meter lang. Die neue Neckarbrücke wird gebraucht, da sich durch das Projekt Stuttgart 21 eine neue Streckenführung ergibt. Die Neckarbrücke, die ersetzt die alte Rosensteinbrücke. Und über diese Brücke werden zwei S-Bahn-Gleise sowie zwei Fernbahngleise geführt. Und zusätzlich an die Brücke ist eine Rad- und Gehwegüberführung angehängt, einfach zur Querung des Neckars. Der Fußgängersteg steht bereits für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Brücke wurde mit einem Taktschiebeverfahren hergestellt. Dabei wird die Brücke abschnittsweise über den Neckar geschoben. Die Brücke ist bereits mit zwei Behelfsgleisen ausgerüstet worden. Hier einmal links und rechts die innenliegenden Schienen. Und wir benutzen diese für die schienengebundene Logistik, zum Beispiel für die Lieferung der 120 Meter langen Schienen. Der Gleisbau hat hier bereits begonnen. Auf dem Überbau der Stahlverbundbrücke wurden bereits Unterschottermatten verlegt und die Entwässerung angeschlossen. Darauf wurde der Schotter verteilt. Die Schwellen wurden in einem bestimmten Abstand abgelegt. Und darauf werden die finalen 120 Meter langen Schienen montiert. Hier sind die finalen Gleise bereits montiert. Später werden sie eingeschottert und in der Endlage gerichtet und gestopft. Beim Gleisbau auf einer Brücke hat man mit wahnsinnigen Herausforderungen zu kämpfen, unter anderem Schutz vor Entgleisung, Erschütterungsschutz, gleichzeitig das Vermeiden der Schieneneinsenkungen und Einbau von 8 Schienenauszugsvorrichtungen. Schienenauszüge sind eine Vorrichtung aus Backen, Schienen und Zungenschienen. Im Bereich der Bewegungsfuge werden Schienenauszüge auf dem Widerlager eingebaut, um größere Schienenlängsbewegungen zu ermöglichen. Auf der Fernbahnseite haben wir eine spezielle Herausforderung, bedingt durch den Platzmangel. Wir haben einmal den direkten Übergang von fester Fahrbahn zu Schotteroberbau an der einen Seite der Brücke. Und auf der anderen Seite der Brücke wird die erste Weiche direkt nach der Brücke angrenzen an den Bahnhof Cannstatt. Nachdem der Gleisbau bald abgeschlossen ist, die Oberleitung gezogen wurde und die Leit- und Sicherungstechnik verbaut ist, können die Testfahrten beginnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.